wieder zu euch melden, weil ich habe. Hallo, ihr Lieben. Ich möchte gerne mal wieder zu euch melden, weil ich habe letzte Zeit ein bisschen weniger Zeit. Und nun heute, lass mich mal eine Stunde Zeit für mich, damit ich mein Gesicht wieder richtig bügen, richtig pflegen und tiefer reinigen kann. Also vorher habe ich schon mit die Lumispa einmal dort gereinigt. Also schön einmal tief in diesem Haut schön gereinigt. Schon fertig. Und inzwischen dort habe ich mal wieder Kunden und dann habe ich auch geschafft, diesen Galvanispa einmal richtig gebügelt, damit meine Falten bisschen weniger. Also ich habe letzte Zeit schön runterkommen mit 12 Kilo. Das ist auch eine große Begeisterung, dass ich geschafft habe. Früher, ich habe immer versucht mit Nahrungsergänzung, damit mein Gewicht runterkommt. Aber seitdem bin ich so fokussiert. Auch diese einfache Methode, wo ich die Punkte auf dem Gesicht aktivieren, also mit dem Galvanispa mache ich das. Dann aktiviere ich die Punkte auf dem Gesicht, damit ich hier abnehmen können. Ja, und natürlich auch mit der Schwingung von Mutter Erde 7,8 Hertz von dieser Schumann-Platte. Ist auch sehr, sehr toll, sehr tolle Sache. Das ist hinter mir auf dem Foto hier. Und habe ich gerade gegeben für Laien, die nehmen auch nach Hause und leihen kann. Damit sie kann auch zu Hause alles schön mal probieren, auch für das Haus harmonisieren durch diese Mutter Erde Schwingung und auch für die Wasser und auch für die Wirbelsäule überhaupt. Und manche ist auch sehr glücklich und so viel Freude, dass sie durch diese Schwingung kommt, die Heilung ist schneller. Und das freue ich mich riesig, dass durch diese Ergebnis von dem Gäste wieder zurück zu haben. Also ich mache weiter und dann kann ich weiter so für euch ein bisschen erzählen, was ich mache. Dann ist auch für die Vitamine auf dem Gesicht. So, dann kann ich auch schön sanft auf dem Stirn mal bügeln. Also wenn ich über 10 Kilo hatte, dann mein Gesicht ist schön voll, ne? Schön und sieht die Falten nicht. Und nun durch diesen Gerät runterkommt, dann fühle ich mich mehr leichter, Erleichterung. Und dann finde ich auch sehr, sehr toll, diese Leichtigkeit zu leben, ja. Also man essen auch mehr bewusst. Nicht immer Schokolade auf den Mund gegeben. Und natürlich, das ist sehr schnell dicker geworden, natürlich. Also mit dem Süßigkeit, ne? Ja. Und ist auch schön durch die sanfte, diese Galvanispa, die Gerät. Und dieses Gerät habe ich auch schon 8 Jahre bei mir und das mache ich immer jede Woche ein oder zweimal. Und natürlich mit dem Reinigung von die Lumispa habe ich jeden Tag damit meine Haut besser geht. Und letzte Zeit im Sommer bin ich auch mehr in die Sonne. Früher, ich habe immer Angst vor die Sonne und verstecken, damit meine Haut nicht so dunkel wird. Also wenn meine Haut alles so braun, dann sieht wie ich von Amerikaner wieder zurück, Afrika wieder zurück. Dann die Kinder hat gesagt, Mama, du bist so dunkel geworden. Aber nun finde ich diese sonnige Farbe ist auch schön und gesunder. Also dann habe ich auch keine Versteckung von die Sonne. Also ich kann auch so in die Sonne reinkommen und lasst die Sonne dort mit.
durchdrungen oder ja, ja. Okay. Ja. So. Viele Kunden, die zu mir kommen durch die Behandlung oder Einzelsitzung oder so Seminar, hat immer gefragt, warum ist dein Gesicht ist, so glatt und keine Falten? Dann zeige ich auch sehr gerne meine Video oder diese Instrumente, wo ich wöchentlich das mache, damit die Falten verschwinden. Und nicht nur die Falten, sondern auch natürlich gesünder und schöner. Also das kommt auch noch dazu. Und wenn man diese Ausstrahlung wie innen, ist außen, zum Beispiel wenn ich traurig ist oder wenn ich ein Problem in mir habe, ich habe keine Lust mehr. Nun, ich habe an die Gerät gedacht und da bin ich motiviert, dann stelle ich auf, mache ich schöne Musik an und dann kann ich wieder zu mir zu finden, mache ich diese Gesichtsbügel, die Falten, dann in kurzer Zeit dann bin ich wieder munter und freue ich mich drauf. Ja. Ja. So. Wie gesagt, die Energie folgt die Aufmerksamkeit. Also wenn man für die Aufmerksamkeit für Gesicht geben, dann strahlen einfach. Und nachdem diese Gesichtsreflexion von Dr. Professor Bui Guk-chou vor 39 Jahren entdecken und erfinden. Er hat gesagt, in unserem Gesicht ist sehr, sehr viel Vitalpunkte und kann man auch vergleichen wie eine Heilapotheke auf dem Gesicht. Und wenn man richtig die Lichtschalter einschalten, dann kommt das Licht an. Also nach der Behandlung, nach dem Gesicht, Reflexsondermassage oder überhaupt, dann strahlt man einfach mit Frieden, mit Freude und mit Gesundheit. Also das sieht in jeder vor der Behandlung und nach der Behandlung ist ein wunderbares Ergebnis. Und darauf freue ich mich auch. Ja. So, über diese Jumali-Heilung 2 Tage bei mir im Oktober. Freue ich mich auf eure Anmeldung. Die Programm ist fertig. In 5 Minuten bin ich fertig. Dann kann ich auch mal ein bisschen Masam im Gesicht so schön massieren. Also durch diese Jumali Heilungsseminar, dann gebe ich euch auch sehr viel Praxis. Also so viel Übung, kleine Übung, dass ihr zu Hause bei sich was gut tun und das was einfach ist und dann können wir jeden Tag so praktiziert und dann kann euch mehr Wunder in euer Leben gesehen und wenn euch diese glücklich und Zufriedenheit in euch spüren, dann einfach mehr spüren in euch hinein und dann kann dieser Frieden, die Freude in innen heraus ausstrahlen. Es ist noch viel, viel besser. Also, wir heilen für mich, für uns und wir heilen für die Welt. Und ich freue mich sehr, dass euch persönlich in meinem Seminar begrüßen zu dürfen. Was ich in letzter Zeit viele Menschen eine begleiten will oder diese Coaching haben, auch mit Fernbehandlung und dass ich immer schöne positive Rückmeldungen bekomme, darauf freue ich mich jeden Tag. Ja. Und natürlich im September, ich habe auch am 27.
26. September auf dieser 7. Workshop in Kulichburg, in Flensburg. Und dann habe ich 2 Stunden mit euch über die Gesichtsreflexwunde von Dr. Professor Bui Kuk-chau euch mal zeigen können. Also, ich freue mich und schreibe ich auch die Termine unten, damit euch wissen, wann die Termin und wann ist das passiert. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen. Also, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns bald. Irgendwann mal. Herzlich Glückwunsch.